Erstmal Hallöchen, Pubbelchen, Hallöchen, Mummelchen, Hallöchen. Und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, im letzten Part haben wir ziemlich viel gemacht im letzten Part. Und ich muss noch was loswerden, aber zur Sicherheit mache ich noch ein Infovideo, wo irgendwann raus kommt, ich glaube morgen oder so. Ja. Wir gehen zu meinem Lieblingslevel. Wir sind jetzt zu meinem Lieblingslevel angekommen. Na, endlich. Hat auch lange genug gedauert. Ah, scheiß Nase. Entschuldigung. Oder so, ich werde mal kurz dann irgendwann in der Zukunft Informationen sammeln. Und ja. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu den ersten. Aus Einbruch quasi. Wir haben uns der Kriege der der Zorn von das Imperium, beziehungsweise der Lord. Und ich glaube, ich erinnere ich mich grob an diesen Abschnitt. Aber mal wieder nicht gut genug, wie ich meinen Verstand kenne. Ah! Ah, so. Ach, genau, das war das. What the fuck? Also vor allem mit zwei. So. Ich hab gar nicht gewusst, dass du die andere Fetisch hast. Entschuldigung wegen die andere Fetisch, aber das. Wow. Das ist schon ein kleines Spasti. Ja, das war diese Art von. So, das ist unsere Nebenquest, nehme ich an. Ich werde kurz noch ein paar Dinge loswerden. Ich glaube, so in einer Woche, also irgendwann werde ich Juli werde ich nicht da sein, beziehungsweise dass ich nicht Video machen kann, weil ich dann in ein fernen Land gehe. Alles schön. Landgear. Und ja, genau. Ich werde eher nach zwei Wochen zurückkehren, weil ich dann halt. Wer jetzt fragt, warum kannst du deinen Computer nicht mitnehmen? Ihr seht das Problem. Es ist zu groß. Zu groß. Zu krass. Ah, oh, das gibt's doch nicht.
Hey, ich wollte Machwerken machen. Mann, oh. Zurück, aber wir können auch zurücklatschen und dann gehe ich den Hauptquest machen und ich glaube, das machen wir auch. Oh, Schreck. Hast du es, wenn Luftzug dann reinmacht und dann wieder. Und dann wieder zu. Ich erschreck mich dann leicht. Schick, schick. Mann. Wir sind böse, wir böse, wir böse. Aber wir sind böse. Oh ja, oh ja. So. Und genau müssen wir da wahrscheinlich abbiegen. Wow. Wahrscheinlich da abbiegen, um der Hauptquest ein bisschen voranzutreiben. Ach ja. Das sieht auch nochmal ein bisschen gut aus. Ja, genau. Ah, verdammt. Ja, Meister. Ja, Mädchen. Ich will gar nicht vorstellen, wie Chatter die Leute umbringt. Oh, Doppelkill. Ruhig, ruhig. Ich bin auf eurer Seite. Ich bin auf eurer Seite. So. Das ist praktisch, weil dort das Gebiet ist, wo beschützt ist, aber bald nicht mehr in jetzt. Und da war das. Ach so! Oder? Ach nein, das war das mit dem Affentäter. Entschuldigung, ich komme gerade mittlerweile echt durcheinander. Ach, die anderen aus. So. Ganz wie mein Meister befiehlt. Und du bist grausam, Chesser. Aber da mag ich dich ein. So, du kleines Mist, 4-2 Beiden. Weil im letzten Part ja, beziehungsweise in der letzten Aufnahme, ja, Lord Varas uns quasi reingelegt hat und der ganze Arbeit, was wir gemacht haben, aber zum Glück halt ja uns von Varas vor Tod quasi. Was muss ich machen? Aber wahrscheinlich die 12 töten, das machen wir mal. Hui! Wir haben sowieso. Aha!
Er hat keine Chance, vor allem gegen Chester nicht. Und ich. So. Also quasi auf Deutsch gesagt, dass unser Meister quasi jetzt gegen das Imperium schafft. Oh. Adolf Chester, warum? Was? Der Scheiß ja unheimlich ist, aber das bringt nichts. So, und jetzt du. Bravo 553, bitte kommen. Hier ist die Kommandozentrale. Erstattet Bericht. Bravo 553, hört ihr mich? Eure Einheiten sind nicht mehr da, Lieutenant. Was? Warum? Was hat das zu bedeuten? Meine Männer und ich sind hier, um Lord Milikos zu unterstützen. Wenn ihr dafür verantwortlich seid, wird er euch zur Rechenschaft ziehen. Ach, ja, laber. Nein, vielmehr werde ich ihn zur Rechenschaft ziehen. Sagt mir, wo Milikos ist, und ich werde ihn mit Freunden aufsuchen. Ich hasse dieses Sith-Spielchen. Lord Milikos ist zum Sicherheitsbereich auf Belsaris aufgebrochen. Er sucht das Aktenarchiv des zerstörten republikanischen Gefängnisses dort. Er will den Aufenthaltsort eines ehemaligen Mitglieds des Rats der Sith in Erfahrung bringen. Mehr muss ich nicht wissen. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Nein! Ach du heilige Kanonenrohr. Kanonenrohr, deswegen, weil... Ach Mann, wieso bin ich denn nicht voll? Wahrscheinlich, weil ich zu faul bin, extra im Dings zu rennen. Ich hab doch gerade erst angefangen. Ja, sorry. Ich bin halt voll. Lal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 
Wo bist du? Ah, da. So. Upsala, also gehen wir wieder und ich habe mich total verlaufen. Er schwebt, Schwebi. Also, wenn wir mal kurz respawnen. Wenn ich gerade zu faul bin, zu laufen. So. So, kleines. Mistvieh. Erneblich. So fröhlich. Ich glaube, ich muss. Wo dann? Ach so, ja.
Nehmen wir mal die Verteidigung runter von Lord Baras. Und ich glaube, das ist auch die einzige Chance, sag ich mal, zu Lord Baras zu rechnen. Harte 2 Dutzend. Eitsch. Ach, das werde ich so hoffen. Hier sind sicher jede Menge Führungspersönlichkeiten eingesperrt. Befreit sie und gebt ihnen etwas zu tun. Genau. Im Aufnahmebereich gibt es ein Carbonitlager voll mit eingefrorenen Häftlingen. Manche waren Rebellenanführer. Andere töteten einfach nur jeden Wärter, der ihnen in die Finger kam. Beide müssen befreit werden. Das ist meine Lieblingsmission. Wenn das so leicht ist, wieso ist es noch nicht erledigt? Unser Gegner ist nicht dumm. Ich habe getan, was nötig war. Häftling, was ist mit eurer Mission in der Kohlenstoffgalerie? Die Kriseninterventionseinheit hat uns in einen Hinterhalt gelockt. Ich bin entkommen, sonst niemand. Perfekt. Ruger hat angebissen. Jetzt könnt ihr die eingefrorenen Häftlinge befreien und Rugers Eliteeinheit für Krisenintervention ausschalten. Alles gleichzeitig. Oh ja, das werde ich tun. Eure Falle hat meinen Auftrag nur gefährlicher gemacht. Aber der Lohn dafür wird rechtlich sein. Ohne seine besten Leute kann Ruger seine Station kaum verteidigen. Vernichtet die Wärter und taut die Häftlinge auf. Sie werden aus diesem Aufstand eine organisierte Armee machen. Dann haben wir einen sicheren Weg, um die Schreckensmeister herauszuholen. Ah, Scheiße. Ja. Und das da. Nein, ich bin schon wieder voll. Okay. Ich habe eine Idee. Hopp. Latitude. Ah! Schenk. Und wo spielt das auch wieder hin? Hier hin. Ach, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Verkaufst du ja. Ich akzeptiere sämtliche Ich sehe nichts. Ah, da.
Ja, ich bin meistens blind, aber hey. Huch. Die bewegen sich auch, das ist interessant. Interessant. Weil ich bin bei mir selber bin. Wir werden weiter vorantreten. Lalalala. Wenn ihr mich nicht angreift, greife ich euch auch. Kapisch? Ich gehe immer aus dem Eingang, das Problem ist einfach. Alleingang vernichtet. Oh, ja. Den Hauptquest quasi abgeschlossen haben, aber es ist eigentlich kein Problem sein mit Chat auf meine Liste. Oh, sie ist einfach so überpowered und das mag ich. Überpowered. Stimmt gar nicht. Ah, das ist. Ach ja. Ich erinnere mich ein bisschen daran. Hey, wenn du es jetzt. Oh. Wow. Ich bin beeindruckt. Aber das bin ich ja immer von Chat. Von vier von Chester. Aber hey.